Michael Scheer, wir sind in St. Wendel, der Verkaufsleiter von Volkswagen in St. Wendel von Volkswagen Tirol. Der Taigo Move, 199 Euro, 48 Monate Überführung, Anzahlung und Zulassung 1490 Euro ist das Einzige, was ich extra zahle. Da ist die Überführung schon mit drin, die Zulassung ist schon mit drin und ein kleiner Teil Anzahlung. Trotzdem 199 Euro mit einem Motor knapp unter 100 PS, muss man sagen. Ich glaube, etwas über 90. 95 PS. 95 PS, ja. Ja, haben wir beide nicht gelogen, ist genau in der Mitte. Das Coole ist, das ist ein Sondermodell und der hat richtig Ausstattung, Full LED. Damit fängt's an. Full LED-Scheinwerfer hat er serienmäßig auch schon drin. Ja. So, die Farbe ist ein Grau. Genau. Das ist richtig schön, das ist das aktuelle Grau, was im Moment oft verkauft wird. Man kann aber das Metallic gegen leichten Aufpreis. Ja, also es ist ein Tick heller, in den 199 Euro ist das Ascot Grau. Hier ist zum Beispiel das Lavender Blau, das kriegst du für etwa 6 Euro mehr im Monat. So, du kriegst auch einen großen Motor und da hat der Kollege ein zweites Angebot gerechnet. Ja. Das ist jetzt der 95 PS, der richtig geht in 1,0 Liter. Aber es gibt Leute, die wollen die, ja, ich sag mal, die fahrende Rennsau haben. Mhm. Dann kannst du den hier haben mit etwas über 1200 Kilo Gewicht, ja, mit 150 PS und 1,5 Liter. Und da hat der Kollege eine Gesamtrate kreiert von 291 Euro bei einer Anzahlung. Bei einer Anzahlung von 990, zuzüglich Überführungskosten, 48 Monate, 10.000 Kilometer pro Jahr für ein Automatik 150 PS. Also Automatik 150 PS, das ist der Motor, der TSI, den ich so liebe, der meistverkaufte Motor, glaube ich, im Volkswagen-Konzern, der drin ist. Ja, genau, das ist der Motor, den wir beide so lieben und auch der meistverkaufteste Motor die letzten Jahre im ganzen VW-Konzern. Also nochmal, der Taigo Move, Sondermodell, 199 Euro ohne Wenn und Aber, Anzahlung 1490 Euro. Der hat richtig schon LED-Scheinwerfer, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik, Einparkhilfe, App Connect Wireless. Ja. Das heißt, du kannst direkt, du brauchst noch nicht mal mehr ein Navigationssystem, sondern du kannst es direkt über Google Maps und so weiter einspeisen. Genau, Google Maps, du hast Apple CarPlay, du kannst Spotify, Amazon Music, Deezer etc. Und du kannst ja noch, das ist eben das Geile bei diesem Auto, der hat das Radio Ready to Discover, das hat er alles drin. Und wenn du doch irgendwann auch die nächsten Jahre, in 2 Jahren noch das Navi haben möchtest, kannst du dir das immer noch freischalten. Jetzt kommt es richtig cool. Full LED haben wir schon gesagt, LED-Tagfahrlicht. Ja. Genau. Leichtmetallfelgen sind dabei. Hier, der hat jetzt eine Nummer größere Leichtmetallfelgen mit 17 Zoll. Für die 199 Euro ist es 16 Zoll Leichtmetallfelgen und auch sind dann die Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, weil der hat die noch extra schwarz. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe die 199 Euro, da kriege ich einen kleineren Motor, etwas weniger Ausstattung. Da ist ein etwas kleineres Display dabei, etwas kleinere Felgen und so weiter. Ansonsten das gleiche Auto. Genau. Die Farbe ist jetzt bei dem anderen Angebot mit drin oder ich zahle Überführung, Zulassung extra, zahle 999 Euro Anzahlung und liege dann bei sage und schreibe 291 Euro Rate, auch bei 48 Monaten. So, gerade nochmal die Verbrauchswerte hier von dem 150 PS einblenden, dass wir das auch nochmal kurz haben. Könnt ihr Stopp drücken. Und das sind die Verbrauchswerte von bis, wenn du gerade mal die zweite 2 zeigst. So liegen beide Fahrzeuge zusammen, 5,7 bis 5,4 Liter auf 100 Kilometer und so weiter und so fort. Das ist der NEFZ-Standard, der ist an der Alltäglichkeit recht nah dran, muss man sagen. Oder? Genau, ist recht nah dran. Ansonsten nochmal gerade zu dem mega geilen Angebot, also es ist ein richtiger Volkswagen. Du bekommst aktuell am Markt nirgendwo so viel Auto für so eine geringe Rate. So, fangen wir mal bei Null an. Basis ist Polo. Das ganze Fahrzeug ist ein Coupé, ein SUV Coupé. Das heißt, der fällt leicht hinten ab. Was aber krass ist, ist das Raumgefühl, was du hinten drin hast. Du bist 1,87 Meter. Wir haben eben mal Probe gesessen. Genau. Das geht. Ja, das geht. Also 1,87 Meter trotz SUV Coupé immer noch vorne und hinten Platz und du hast immer noch Kofferraum. Oh, bitte steig mal hinten ein, dass wir das mal sehen. Der Sitz hinten ist jetzt witzigerweise ganz zurück, also der ist, glaub auf der ich, Seite. Hier jetzt ganz zurück, deswegen gehe ich vielleicht gerade auf die andere Seite. Eben saß nämlich der Armin drin, vorne. Und jetzt gehen wir mal hinten rein, zeigen das Ganze mal, dass wir das haben. Ist auch ganz hinten. Ist auch ganz hinten. Ja. Trotzdem geht's. Kopffreiheit geht? Kopffreiheit ist noch da, ja. Ansonsten wäre ich schon froh, muss ich sagen, wenn der Fahrer jetzt hier nicht 1,90 Meter wäre, sondern dann noch einen Tick weiter vorne ist. Oh, ist es. Aber trotzdem hast du viel Platz. Du hast 5 Sitze hier bei dem Auto? Ist ein 5-Sitzer, jawohl.
Okay. Viele Extras, elektrische Fenster hier hinten drin. Du hast eine Privacy-Verglasung, richtig krass. Die ist so dunkel, du kannst nicht reingucken. Ja. Mach mal zu, bitte. Kann mal zumachen. Weg. Weg ist der Michael. Mach nochmal auf, bitte. Sonst hätte ich gesagt, und das ist die Kindersicherung. Wir haben eben witzigerweise ein Video gedreht über einen, was war es, ein Seat, der Kleine? Ateca. Da hast du in dem Seat komplett hinten Platz genommen. Das wird hier ein bisschen eng. Ja, hier wird es dann schon eng, je nachdem, wer der Fahrer ist. Also wenn ich jetzt vorne sitze und mache den Sitz normal, habe ich auch noch ein bisschen mehr Platz. Ich meinte jetzt den Kofferraum hin. Den Kofferraum, ja. Was ich hinten reingesetzt, ich habe den Kofferraum zugemacht. Ja. Komm, wir gucken mal gerade hinten rein. Das ist er. Form ist ganz neu, der Taigo brandneu, oder? Ja, also der Taigo ist das neueste Modell. Ich muss kurz überlegen, das neueste Modell im Volkswagen-Konzern. Und ich muss sagen, ich habe schon ein paar Mal so gesagt intern, wenn das Auto ein Cupra wäre, für diesen Preis und diesem Design, wäre es der meistverkaufte Cupra. Glaube ich dir. Mach mal bitte auf. Wichtig ist ja das Gewicht zu Leistungs Verhältnis. Ja. Das heißt, du hast 150 PS bei dem Großen, gerade mal etwas über 1200 Kilo. Mhm. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze, auch schon mit dem kleinen Motor. Ja, also 95 PS, die sind natürlich schon ausreichend. Dann 110 oder 150, also die 150 PS, die gehen dann schon wahnsinnig gut. Es gibt den kleinen Motor, das heißt, das Angebot nur mit Schaltgetriebe. Ja. Und das muss man wissen. Man kann aber bei den etwas größeren Motoren alles dazu kaufen. Das heißt, du kannst für etwa 30 Euro Aufpreis den 110 PS kriegen. Also plus minus bitte ausrechnen lassen von dem Verkäufer. Genau. Du kannst alles dazu konfigurieren. Das heißt, die Fahrzeuge werden für mich gebaut. Ihr habt Bauplätze reserviert. So kann man es sehen. Also wir haben Bauplätze reserviert. Noch über die nächsten Monate sind noch zwischen 20 und 30 Stück. Das ist aber der Taigo Move. Das bedeutet, der hat schon so viel Serienausstattung mit drin, dass du gar nicht mehr so viel noch reinwählen kannst. Also da ist natürlich jetzt auch diese IQ Matrix LED Scheinwerfer mit dem schwarzen Dachhimmel. Das sind so die Details. Ansonsten hat das Auto schon Klimaautomatik, Sitzheizung, fast alles, was das Herz begehrt. Komm, wir gehen mal vorne rein. Dann zeigen wir mal, was der alles schon mit drin hat. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Du hast hier bei dem Auto nämlich bei dem großen Angebot schon eine Automatik mit drin und den großen Motor. Der kleine hätte jetzt das Schaltgetriebe. Genau. Ansonsten ist alles, was wir sehen, bis auf das etwas größere Mittendisplay, identisch. Das heißt, auch hier das Lederlenkrad, Multifunktion. Genau, sieht genauso aus. Also dieses Lederlenkrad unten abgeflacht mit Multifunktion. Voll digitales Kombi-Instrument, ein bisschen kleiner. Ansonsten, der Dachhimmel ist jetzt hier schwarz. Für die 199 Euro ist er weiß-grau. Und ansonsten finde ich es ja immer geil, ich bin ja erst wieder seit August bei Volkswagen, ist hier eben von der Verarbeitung. Das ist natürlich dann schon wieder diese Qualität, die Volkswagen hat. So, mach mal bitte an, dass wir den mal starten, dann können wir das Navigationssystem mal starten. Dabei ist ein richtiges, tolles Entertainment-System. Viele Lautsprecher, guter Klang, aber auch ein großes Display. Das ist genau das Display, richtig? Ist genau das Display. Auch wenn du das Auto bestellst und es kein Navi hat, verfügt es über den Navi-Knopf, weil du das Navi ja nachrüsten kannst. Also ich persönlich würde es jetzt nicht machen, weil ich dann über App Connect das Ganze verbinden kann, kabellos. Und würde dann von meinem Handy das Ganze hier auf den Bildschirm spiegeln und navigieren. Aber du kannst ja auch immer nochmal das Navi freischalten lassen. Okay, sieht man es. Klimaautomatik, das Ganze mit Touch. Am Anfang haben sich die Leute ein bisschen beschwert, haben gesagt, dieses Touch und so weiter, das musste man den Leuten einmal zeigen. Was ist der Trick? Was machen die Leute gerne falsch bei einem Touch? Also sie gehen zum Beispiel zu weit drüber, das ist mir passiert, oder treffen den Strich nicht genau. Ja, also hier geht es jetzt noch. Also hier ist dann auch noch, dass du von der Temperatur das so einstellen kannst, dass du wirklich so, wie sagt man heute neudeutsch, slidest. Okay, vom Handy kennen wir uns. Ja, und normalerweise ist ja so, was wir von früher kennen, in Anführungszeichen, ist dann eben, das geht auch noch. Das geht auch noch. Ja, okay. Aber es ist wesentlich bequemer und es geht wesentlich schneller, wenn du eben slidest. Okay, das heißt, du kannst sliden. Du kannst aber alle Dinge nochmal ganz gezielt einstellen. Das heißt, bei Volkswagen ist ja das Thema CAN-Bus-Vernetzung und so weiter bis auf die Spitze gefeiert. Alles ist miteinander verbunden. Das heißt, sogar dieses Lenkrad hier sendet CAN-Bus-Befehle an das ganze Auto und das empfängt dann zum Beispiel das Autoradio. Der weiß ganz genau, wie schnell ich bin. Hier kann ich die Verbrauchswerte zum Beispiel sehen. Wenn du mir mal zeigst, da unten steht K zum Beispiel. Wenn ich da drauf drücke, was passiert dann? Da kommst du in das Menüpunkt Fahrzeug, wo du nochmals dann sehen kannst, wie sind meine Verbrauchswerte, jetzt nicht erschrecken, es steht ja 41 Liter im Durchschnitt auf 100 Kilometer, weil wir das Auto von draußen reingefahren haben. Dann hast du verschiedene Speicher, es steht einmal ab Start, dann hast du Langzeit und dann hast du Abtanken.
Auto ist nagelneu, der ist noch nie bewegt werden. Das heißt, der hätte jetzt noch ca. 50 Kilometer, hätte der den Normverbrauch schon drin, oder? Ja, dann hätte er den Normverbrauch. Ja, also generell dieser Bordcomputer, der ist schon so weit, der misst immer anhand von deinem aktuellen Fahren auch die Reichweite vom Tank. Also das ist eben das Gute. So, hier kannst du dann auch noch in den Fahrdaten die Auswahl ändern. Du kannst dann hier Fahrdaten, du kannst Fahrzeugstatus gehen. Jetzt sagt er, dass die Tür nicht richtig zu ist oder wenn Scheibenwaschwasser fehlt. Alles miteinander vernetzt. Alles miteinander vernetzt, muss aber auch keine Bedenken haben. Oh, ich habe hier länger nicht geprüft, ist mit dem Auto alles noch okay? Wenn mit dem Auto irgendwas passiert, bei jedem Start kommt ein gelbes Warnlicht. Das gelbe Warnlicht bleibt auch hier im Kombi-Instrument drin und zeigt dir dann an, was los ist, wie zum Beispiel Scheibenwaschwasser leer. Aber du kannst das Auto auch hier komplett individualisieren. Auch jetzt das digitale Cockpit. Das Auto, der 150 PS, der hat das digitale Cockpit Pro. Für die 199 Euro ist es nicht das Pro, sondern ein bisschen kleiner wie ist hier. Ist aber auch ein Bildschirm statt zwei ganz normal. Genau. Ja. Und dann kannst du eben hier noch bei diesem Pro noch mehr Sachen hier einstellen. Also das Auto kannst du komplett individualisieren. Okay, viele wollen das gar nicht. Wenn ich das bekomme, ist es schon vorkonfiguriert oder muss ich jedes Mal irgendwas Neues machen? Das Auto ist immer so, ich stecke einen Schlüssel rein, kann fahren. Ja. Also es funktioniert immer. Inwiefern jetzt? Also ich kann mir das nicht verprogrammieren, sondern die Basics funktionieren immer. Ja, also das funktioniert immer. Es ist jetzt nicht ein Windows 95-Rechner, also du kannst jetzt nichts irgendwie zerstören. Mein Sohn hat mal bei Netflix die Sprache geändert, ja, auf irgendwie Arabisch oder so. Dann konnte ich nichts mehr lesen. Jetzt lachst du. Ich bin zuletzt bei einem Verkäufer ins Auto eingestiegen und da war alles auf Französisch. Ja. Da habe ich gesagt, warum ist hier alles auf Französisch? Und da sagt er, ich lerne im Moment Französisch, deswegen hilft mir das so ein bisschen. Also okay. Die Sprache kannst du auch verstellen, aber irgendwie, dass das Auto nicht mehr funktioniert, das geht nicht. Was ich immer noch mag, also Volkswagen gab es ja letztes Jahr sehr große Diskussionen, weil du gerade eben über Slider gesprochen hast, über Knöpfe. Hier siehst du die Knöpfe von dem Multifunktionslenkrad mit dem Taigo. Mhm. Mit der ID-Familie sind diese Touch-Slider ins Lenkrad gekommen. Ja. Es gab großen Aufschrei bei Volkswagen und zukünftig werden auch wieder die neuen Fahrzeuge, auch wie diese IDs, Tasten bekommen. Ja, habe ich gelesen, dass das kommt. Jetzt ist hier, den Schlüssel musst du aber noch drehen. Das heißt, er kann öffnen, remote über einen Schlüssel, genau. Das geht? Das geht, du kannst von außen das Auto ohne Schlüssel, also mit Schlüssel im Hosensack zu- und aufsperren. Starten ist dann mit Schlüssel, es sei denn, du bestellst dir noch einen extra mit für 4 Euro im Monat, dann kannst du auch hier nur auf Start drücken. Ja, finde ich aber viel besser, dann mache ich immer, wo der Schlüssel ist, weil ich habe da noch mehr dran, wie nur den Fahrzeugschlüssel. Ich wäre auch sehr froh, weil immer, wenn meine Frau das Fahrzeug fährt, finde ich meinen Schlüssel nie und dann ist er irgendwo in der Handtasche noch. Der hat Lichtautomatik, der hat Regensensor mit drin, ja. Der hat viele Dinge, die selbstverständlich sind, die du bei vielen Volkswagen-Modellen extra konfigurieren musst. Ja, fängt an bei der Sitzheizung. Ja, also ich kenne das nicht. Das ist VW, diese Sondermodelle seit August haben wir jetzt VW. Also ich bin jetzt Verkaufsleiter dann ja auch hier seit August. Und dass diese Sondermodelle, dass sie einen so großen Stellwert haben, ich kannte nicht so exklusive Sondermodelle mit einem so großen Preisvorteil. Also dass du Sitzheizung drin hast, Einparkhilfe drin hast, Klimaautomatik drin hast und dass sie wesentlich günstiger sind als jetzt vergleichbare Modelle. Wir können ja gleich mal hingehen. Wir haben viele Anleihen aus dem Cooper, hätte ich fast gesagt, die da sind. Wir haben zum Beispiel hier vorne, wenn du mal gerade aufmachst den Kofferraum, sei mal so lieb. Vorne, dann zeigen wir das mal. Vorne, ja. Mach mal. Vorne in den Motorraum. So. Ich komme aus dem E-Auto und der Frunk, der hat sich bei mir schon eingeprägt. Denn bei Benzinmodellen ist vorne üblicherweise der Motor. Es sei denn, es ist ein T3, mein VW-Bus. So, und jetzt hast du hier eine Besonderheit. Du hast hier, zum Beispiel bei Volkswagen, hast du so einen kleinen Regler. Ja. Den ziehst du einfach nur, da geht's auf. Ja. Einmal kurz drücken und dann springt er auf. So, er macht mal kurz auf. Keine Gasdruckfedern. Sind aber bei Cooper, bei Seat auch nicht, oder? Das ist auch so ein Stab? Nee, es ist auch so ein Stab. Es haben vor Jahren sind die ganzen VW-Autofahrer, Audi-Autofahrer sind zu uns gekommen. Ah, da muss man hier noch die Motorhaube, ist ja gar kein Lift, muss man noch die Stange betätigen? Ja, und es gehen alle Hersteller wieder dazu hin. Das ist ein ganz einfacher Grund mit der Kostenersparnis. Wenn ich jetzt mal überlege, meine Frau hat ihr Auto 2 Jahre, so lange wie noch nie, jetzt wird es wieder Zeit für einen neuen. Sie hat ihr Auto 2 Jahre, ich habe noch kein einziges Mal die Motorhaube aufgehabt. Deine Frau war, ne? Nee, die natürlich auch nicht.
Aber du kannst ja eben diese paar Euro wieder sparen und das dann bei Millionen von Fahrzeugen macht das auch. Man muss dazu sagen, wir sind eben mit einem Volkswagen Arteon hergekommen, den wollen wir gleich filmen und da hast du einen Spruch gelassen, den fand ich toll, als Verkaufsleiter kann man das machen. Was hast du gesagt? Ich habe so viel geredet. Die sollen immer sauber machen. Also, das heißt, du hast ja immer die Möglichkeit im Service das Ganze abzugeben und kannst dann sagen, okay, mach den mal sauber, füllt mal Wischwasser auf und so weiter und so fort. Aber das Wischwasser ist, glaube ich, eins der wenigen Sachen, die man noch selber machen muss, oder hier bei dem Auto. Also generell ja, das mit dem Wischwasser. Ansonsten musst du da auch immer aufpassen. Hier hast du ja das Kühlmittel für den Motor. Hier kannst du ja auch nicht mehr normales Wasser reinmachen. Das soll ja schon destilliertes Wasser sein. Und wir haben 4 Standorte im Saarland. Also im Saarland ist immer irgendwo ein Autohaus von uns. Also kann jeder Kunde vorbeikommen und wir checken das und füllen das dann eben auf für die Flüssigkeit, die wir reinschütten. So, ihr habt einen eigenen Abschlepper. Nicht, dass das Auto besonders anfällig wäre, aber du kennst das selber. Du fährst auf dem Hof. Der Nagel, die Schraube im Reifen, das passiert schon mal. Ihr schleppt ab selber. Oder? Ja, also wir haben einen 24-Stunden-Notdienst. Das sind wir selber. Das ist jetzt nicht der ADAC oder irgendjemand von Volkswagen. 24-Stunden-Notdienst. Mit einer eigenen Notrufnummer. Auch feiertags kommen wir, schleppen das Auto dann eben kostenfrei ab. Der Wagen ist teilweise noch elektrisch, oder? Ich sehe da eine Batterie. Ja, eine Batterie hat er drin, das ist korrekt. Aber die Reichweite mit dieser Batterie, die ist dann eben doch nicht so weit. Das heißt nur der Anlasser, wenn ich Gas gebe. Sag mal, Spaß beiseite, die sind kleiner geworden, die Batterien, oder? Bilde ich mir das nur ein. Oh, ja, wie du schon eben sagtest, meine Frau macht vielleicht öfter die Motorhaube auf, als Duni. Ich kenne es jetzt noch eher von meiner Ausbildung, da war ich ja auch, ich bin alle Abteilungen durchgelaufen, Teiledienst, die Batterien, die waren immer sauschwer und ja, sie waren früher noch größer. Ja, so ist es. Die halten auch viel länger, habe ich das Gefühl. Dead Cycle, ja, mach nochmal zu bitte. Dann können wir vielleicht noch ein kleines Detail zeigen, wir haben es eben schon mal kurz erwähnt, das ist nochmal das Thema Werterhalt. Ja, denn wir haben hier einen Volkswagen, nichts gegen Seat und Cupra, die sind schon gut im Werterhalt. Aber das Original Volkswagen, gerade die Polo-Klasse, das ist schon fast eine Frechheit, was teilweise 10, 15, 20 Jahre alte Autos noch an Wert erzielen beim Polo, oder? Jetzt muss ich bin ja fair, also ich bin ja neutral, was jetzt Volkswagen, Seat und Cupra angeht. Also generell ist ja Volkswagen-Konzern wahnsinnig wertstabil. Im Moment hast du natürlich aber diese Möglichkeiten im Kleinwagenbereich, weil die Kleinwagen sind im Moment sehr, sehr gefragt. Also der Markt ist eben im Moment nicht so groß. Es gibt nicht so viele Kleinwagen. Ich zähle den jetzt mal als Mini-SUV dazu. Und wenn du natürlich eine sehr große Nachfrage hast und der Markt ist sehr klein, dann bleiben natürlich weiter die Preise oben. Und deswegen ist es umso erstaunlicher, auch aufgrund der super Restwerte, die im Hintergrund ja laufen, dass du so ein Auto für 199 Euro bekommst. Als Sondermodell sogar noch. Das heißt also nicht die, ich sag mal, ganz nackte Zitrone, die du hier kriegst, sondern du kriegst richtig schön ausgestattetes Modell für 199. Also wir haben jetzt zwei Angebote. Einmal der 1,0 Liter für 199 Euro und dann haben wir einen etwas besser ausgestatteten, schon mit Automatik, allen drum und dran, für 291 Euro. Hier bei dem Angebot ist die einmalige Zahlung 1490 Euro und hier liegt sie bei roundabout etwas über 2000. 2500 Euro, sage ich. Sogar 2500 Euro. Dafür kriege ich aber den Raketenmotor 150 PS. Ich kriege die DSG-Automatik mit drin, kriege das große Display noch mit drin, habe sonst noch ein paar nette Sachen wie Matrix-Scheinwerfer. Also das Display ist gleich, nur das die Funktion ist da, aber eben die Matrix-Scheinwerfer. Also sonst ist schon LED, aber die Matrix. Der Dachhimmel schwarz ist auch bei dem Kleinen? Dachhimmel schwarz, nein, nur hier bei dem jetzt als extra. Okay, also das kostet 291 Euro. Hier haben wir ein UVP von 32.648 Euro. Der andere liegt so roundabout 26, also den wir haben. Man kriegt also hier in dieser Kleinwagenklasse, und jetzt kommt ja was ganz Besonderes noch mit hinzu, kaum ein Hersteller baut noch kleine Autos. Ich muss noch einmal kurz unterbrechen. Der Armin hat gerade gesagt, er hat mir zum Glück mit einem Ohr zugehört. Komm mal noch einmal mit. Ja, komm mit. Es bleibt bei den 1000 Euro und dann hast du diese Rate. Nochmal, es bleibt bei 999 Euro und du kriegst eine Rate von 291 Euro. Ja. Dann habe ich den 110 kW, den 150 PS, die Rakete. Ja, dann hast du die Rakete. Also für 100 Euro mehr kriegst du dann die Rakete. Echt? Ja. Also nochmal, das ist das Budget, Auto, Pflegedienst, nenne ich es jetzt mal. Ja gut, ist jetzt kein Spaß. Viele Pflegedienste legen ja darauf Wert, 1% Regelung, ist ein Thema. Da kann es gar nicht günstig genug sein. Aber hier, ich sag mal, das Spaßauto, 291 Euro brutto.
Das bedeutet, wenn ich das als Gewerbetreibender lease, gehen ja nochmal fast 20% runter. Genau. Die Steuern, wenn ich sie absetzen kann. Ja, richtig cool. Das heißt Full LED, Matrix. Also ganz ehrlich, beim Taigo mache ich mir jetzt keine Gedanken. Du kriegst nämlich was ganz Besonderes bei dem Angebot. Du kriegst ein sogenanntes Optionspapier direkt von der VW-Bank. Was ist das? Direkt von der VW-Bank und von uns, dass der Käufer entscheidet, was mit diesem Auto nach 4 Jahren passiert. Ob ich den behalte zum Beispiel, übernehme. Ja, das entscheidest nur du. Das heißt, wenn du jetzt das Auto heute bekommst und der läuft in 4 Jahren aus, dann kann ich nicht ein paar Wochen vorher kommen und sagen, Sven, ich möchte das Auto haben, ist ein cooler Gebrauchter. Du sagst, ich behalte den, ich bezahle den Rest bar, ich finanziere weiter oder doch, du bekommst ihn zurück. Darf ich was sagen? Wir haben ja einen Cupra Formentor gekauft, da habe ich bei der Cupra Leasing angerufen, habe gesagt, ich würde ihn gerne übernehmen, haben gesagt, nee, geht nicht, Sie müssen erst Ihren Händler fragen. So, dann habe ich bei euch gefragt, habt ihr gesagt, nee, kein Problem, machen wir, aber du hattest die Wahl. Bei diesem Angebot entscheidet der Kunde und nicht ihr. Genau, da entscheidet der Kunde, bei dir ist natürlich auch wieder ein Unterschied, weil das ein Gewerbeleasing ist. Da ist das ein bisschen Unterschied. Die Gewerbetreibenden, können die noch ein bisschen was sparen beim Leasingangebot? Ich glaube bei dem Angebot nicht. Nee, ich glaube bei den Move-Sondermodellen ist das alles so eng kalkuliert, dass die Gewerbekunden und Privatkunden den gleichen Preis haben. Armin, eine ganz kleine Frage noch. Du hast das Ganze ja kalkuliert hier mit dem 150 PS. Ist die Farbe schon dabei, das Blau? Ja, das Auto ist genauso wie er hier steht. Inklusive Überführung, ohne Zulassung. Und mit einer Anzahlung, ich glaube, 999 Euro haben wir da. Wir haben der 9. Also genau das Auto, wie er hier ist. 9. März 2023, das hast du selber kalkuliert. Du kalkulierst fast besser wie hier der Michael, muss ich sagen, dein Verkaufsleiter. Ja, ich habe ja mehr Übung. Sehr schön. Ja, du bist der Mann an der Front, so kann man sagen. Du bist hier in St. Wendel. Mittlerweile verkauft ihr Autos in ganz Deutschland mit unseren Videos. Das hat sich schon bemerkbar gemacht, oder? Dass langsam das Marketing ein bisschen überregionaler wird, oder? Das hat sich tatsächlich bemerkbar gemacht, ja. Leute rufen wirklich von überall her. Ja. Armin Bommer, du bist Top-Club, beste Verkäufer. Was ist das? Steht ja schon, aber... Ja, das war so eine Auszeichnung mal. Ja, so eine Auszeichnung wie die anderen. Gibt es da so ein Sky-Abo oder umsonst für ein Jahr, oder? Nee, nicht wirklich. Okay, das heißt, du kriegst das Ding. Die neueste, die will ich noch einmal zeigen, die ist hier, ganz links. Zeig mal. So, eindeutig die Nummer 1, Armin Bommer. Armin, der kehrt das immer so ein bisschen unter den Teppich, ich weiß nicht warum. Also hier ist jetzt die neueste Auszeichnung, weil er einer der besten Volkswagen-Verkäufer ist. Der Welt. Der Welt, ja. Ja, der ist es, Armin Bommer. Nee, Spaß beiseite, du bist seit über 20 Jahren dabei. Du hast gelernt bei Volkswagen. Ich habe gelernt bei Volkswagen. Ich glaube, der Armin ist gerade ein bisschen überrascht, dass ich gesagt habe, einer der besten Verkäufer der Welt. Ja, es ist so. Es ist eine echte Weltmarke. Ganz ehrlich, bei dem Taigo kann ich da irgendwas falsch machen. Ich kriege ein Riesenauto, weil der ist genauso lang wie der aktuelle Golf. Genau, 426 ist der. Ist genauso lang, bis auf einen Zentimeter. Genauso lang, bis auf einen Zentimeter. Aber warum kauft den nicht jeder? Ja, wir haben doch so viele schöne Autos. Wir haben nicht nur den Taigo, wir haben einfach so viele schöne Autos. Und wir sind ja froh für jeden VW, der auf den Markt kommt. Ne? Sven, wir drehen jetzt schon so lange und wir haben eben bei Volkswagen mehr als 5, 6 Modelle. Ich glaube, bei Volkswagen haben wir 14 oder 15. Ich glaube 50 mittlerweile. Also es gibt so viele Modelle, die ich schon nicht mehr kenne. Wir werden gleich ein tolles Video drehen. Vielen Dank erstmal, Armin. Deine Rufnummer in St. Wendel, wie ist die? Das ist die 06851 99 400 und die 12. Also 99-400-12. Ganz genau. 99-400-12 in St. Wendel. Da kriegt ihr das Angebot. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ach, ich habe hier noch einen gebrauchten Polo, der ist aber schon 9 Jahre alt, schmeißt ihr den raus? Oder? Her damit. Wie, her damit? Wir sind froh für jedes Auto, das wir bekommen. Das heißt umsonst oder kriegt der Kunde ein bisschen Geld? Das wäre am allerbesten, aber der kriegt auch noch Geld tatsächlich. Ja. Ihr sucht ganz händeringend Gebrauchte, die können auch noch so alt sein. Ihr nehmt alles in Zahlung, oder? Wir nehmen alles, ja. Wir nehmen alles. Sogar ein, hast du draußen gesehen, ein G-Modell, was draußen steht. Ist der auch in Zahlung genommen oder wo kommt der her, Historie? Das ist ein Auto von unserem Chef. Okay. Vom Marc, okay, ja, steht draußen. Freier Zukauf vom Geschäft. Taigo Move, hier ist er. 199 Euro, zeigt nochmal gerade die WLTPs dahinter, dass wir die haben. Also, geht los bei 5,4 bis 5,7. Das sind die WLTPs und nach NEFZ, muss man sagen. Also nicht nach WLTP, sondern das sind schon wirklich die sehr, sehr, ich sag mal, echten Werte, die dabei rauskommen. Hier ist NEFZ und ich glaube, hinten hatten wir einmal die WLTP. So, wir filmen einfach beide ab, dann könnt ihr euch das machen. Euch anschauen. Den Rest findet ihr übrigens auf der Webseite von. So, hier haben wir WLTP. So, da haben wir es hier mit drin. Ich halte noch mal ganz kurz drauf. Und das ist das Angebot nochmal. Privatleasing. Ist das jetzt für Geschäftskunden nicht erreichbar?
Doch, wir müssen einfach nur im System auswählen, ist es jetzt für Privat- oder ist das jetzt Geschäftskunden? Okay, gleiches Angebot auch für Geschäftskunden, ja. Dann mit der Steuer. Hier sieht man es. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal beim Auto aus Tirol in St. Wendel. Ihr seid wo in St. Wendel? In der Tritschler Straße, also direkt an der Landstraße. Bei uns führt auch kein Weg hier vorbei. Komm, wir gehen einmal kurz raus, weil ihr habt eine komische Zufahrt. Die ist, wenn man noch nie hier war, ein bisschen komisch. Man findet euch nämlich nicht. Hier links, linke Hand, das ist eine der Hauptstraßen von St. Wendel. So, da gegenüber ist die Einfahrt vom Golfplatz. Ja. Das kennt glaube ich, jeder. Genau. Euer Autohaus sieht man sogar von der Straße aus. Man kann allerdings nur hierher fahren, wenn man ein Kettenfahrzeug hat. Ja? Und dann hier über diese... Ein Kettenfahrzeug oder über die relativ unbekannte, kaum einsehbare Einfahrt. Ja, das ist hier vorne. Also die Zufahrt ist von hinten. Das heißt, man fährt also von hinten zu. Das ist das Neue, was es hier gibt jetzt. Und da steht das Auto aus Tirol. Und ihr habt mittlerweile Volkswagen Nutzfahrzeuge Service, Skoda Service, Seat und Cupra seid ihr Neuwagenhändler. Genau. Und jetzt auch Neuwagenhändler von Volkswagen. Das war eine Umstellung, oder? Ja, das war eine positive Umstellung, wo ich mich sehr lange drauf gefreut habe. Muss allerdings noch sagen, ich möchte noch gerne einmal die Jungs aus Illingen-Hüttichweiler erwähnen, die VW Economy Service machen, weil da haben wir bärenstarke Service- und Werkstattjungs, die schon kennenlernen durften. In Illingen-Hüttichweiler? Ja, genau. Ja, Illingen-Hüttichweiler ist. Du wohnst in der Nähe, oder? Ich wohne in Illingen, ja. Okay, das heißt, du hast es gar nicht weiter. Nee, also leider haben wir da ja keinen Vertrieb, sondern nur eine Werkstatt. Das heißt, dieses ganz nah scheidet aus. Ich bin also zwischen St. Wendel, Saarlöser, Wellingen, zwischen den ganzen Filialen und tingle immer ein bisschen hin und her und bin also mittendrin. So, und wenn Sie auch mal ein G-Modell noch übrig haben, was Sie noch in Zahlung geben möchten, tun Sie es ruhig. Ja, jetzt sind wir schon hier, wo wir gerade dabei sind. Ihr habt viele Neuwagen reinbekommen, die sofort lieferbar sind. Die kamen in den letzten ein, zwei Wochen. Ja, also wir haben jetzt die letzten Wochen mal einige Autos bekommen. Das Autohaus haben wir jetzt seit August. Seit August 22. Dann konnten wir auch erst Fahrzeuge bestellen. Und wie man das eben vom Tirol kennt, haben wir immer Fahrzeuge, immer sofort verfügbar. Und deswegen haben wir jetzt da... Viele Autos bestellt und haben jetzt auch endlich mal einige bekommen. So, ihr habt viele Unfallersatzfahrzeuge, muss man sagen. Also falls irgendwas passiert, das ist aber Teil eures Systems. Hier vorne ist ein E-Golf zum Beispiel mit dabei. Dann hast du hier, guck mal hier, ein Formentor, der hier mit dabei ist. Der ist wahrscheinlich schon verkauft. Der Formentor? Ja. Nee, das ist, wir haben, weil wir hier auch Cupra Service haben, ist das ein Werkstattersatzwagen für Cupra-Kunden. Nochmal, man kriegt als Cupra-Kunde auch einen Cupra-Werkstattersatzwagen. Nicht immer. Also wir versuchen es natürlich, dass das funktioniert, aber es ist nicht immer möglich. Ja, hier stehen zumindest mal zwei. Das ist auch ein solcher? Das ist auch ein Ersatzwagen, ja. Also zwei Cupra-Ersatzwagen. Wir haben auch noch Golf-Hybrid-Ersatzwagen, wie du hier gesehen hast, den gelben Skoda Citigo. Also wir haben in der Flotte eigentlich alles. Bitte nicht wundern, denn ihr seid auch Weltautopartner. Das ist das Gebrauchtwagen-Konzept von Volkswagen. Da kriegst du zertifizierte Gebrauchte. Ja, wir sind Weltautopartner in Saarlouis und in St. Wendel. Das gibt dann einen 150-Punkte-Check. Du kannst spezielle Finanzierungskonditionen, Rückgaberecht etc. etc. Also es ist wieder von Volkswagen, von Seat, Cupra ist das dann wieder zertifiziert. So, großes Quiz an den VW-Spezialisten. Was ist das für einer? ID4. ID4? Ja. Habe ich noch nie einen gesehen, muss ich dazu sagen. Es gibt so viele neue Autos, auch allein jetzt nicht nur vom Volkswagen-Konzern. Die ganze Straße ist voll. Eins von den Autos, das ist jetzt ein Gebrauchter, den wir gleich zeigen werden, der schon länger ist wie 6 Monate und mehr wie 5000 Kilometer hat. Das hat einen Grund, warum wir das sagen. Ja. Dann brauche ich nämlich keine Verbrauchswerte zu zeigen. Der ist wirklich gebraucht. Der steht hier. Den fährst du im Moment schon seit etwas längerer Zeit. Das ist ein Arteon. Das ist ein Arteon Shooting Brake. Ein mega geiles Auto. Wenn den jemand haben will, könnte der den kriegen, gebraucht. Warte, ich zeig mal das Gesicht. Ja, das ist ja immer doof, wenn das mein Dienstwagen ist, weil das ist das Auto, den habe ich genauso im August konfiguriert, genau wie ich ihn haben möchte. Antworte einfach auf die Frage. Ja. Also wenn jemand den unbedingt haben möchte, den Arteon, wenn wir gleich ein Video drüber drehen, der ist jetzt gebraucht. Aber seltsamerweise ist er noch gar nicht bei uns im Internet zu finden. Ja. Komisch, gell? Du hast ihn noch gar nicht eingestellt, damit er auch ja nicht weggeht. Ihr macht Nutzfahrzeugservice, also wirklich rauf und runter, links und rechts, unter anderem, wie ich hier sehe, offenbar für die Deutsche Post AG des Öfteren. Ja, also auch für die Deutsche Post. Also wir sind sehr, sehr stark, was Unfallinstandsetzung angeht, Karosserie angeht. Also wir haben dann eben hier, klar, die ganzen Marken, die wir vertreten, den Service, den wir vertreten, aber auch die Deutsche Post ist Kunde bei uns, auch mit den E-Scootern und auch reparieren wir von der Unfallinstandsetzung Inspektionen, Marken aller Art.
So, hier vorne kommen jetzt immer mehr Autos. Der ganze Hof ist voll. Da sind ganz viele reingekommen. Guck mal hier, T-Rocks habt ihr bekommen. Ja, T-Rocks haben wir bekommen. Wir haben hier noch einen Golf GTE, wo wir noch leider die Haltedauer erfüllen müssen wegen der BAFA-Prämie. Das heißt, der ist dann erst in ein paar Wochen zu kaufen. GTE, der ist jetzt voll elektrisch oder ist das ein Hybrid? Nee, das ist ein Hybrid. Das ist ein, ich sage jetzt mal GTI, das Ganze dann als Hybrid. Und alles, was beim GTI rot ist, ist dann hier in blau. Plug-in oder? Plug-in-Hybrid. Ja, Plug-in-Hybrid. Habe ich gar nicht gewusst, dass es ein GTI als Plug-in-Hybrid gibt. Ja, der okay. Heißt auch GTE. Heißt GTE, okay. Dann hier vorne Taigos habt ihr jede Menge bekommen. Können wir gleich mal gucken. T-Rocks, die da sind. Ja. Wenn wir jetzt mal keinen Preis nennen. Taigo, T-Rocks, generell. T-Cross hier vorne, ja. Jetzt, was wir eben gesehen haben, das ist der Zwilling von dem Taigo. Also es gibt den Taigo als SUV-Coupé und dann noch als Nicht-Coupé. Und das ist dann der T-Cross. Sie werden auch beide dann in Spanien, in Pamplona, vom gleichen Band gefertigt. Was ist das für einer? Das ist der T-Cross und die Farbe, die ist mega geil. Die ist ja krank. Ja. Die ist echt geil. Das ist so ein Effektlack, oder? Die Farbe, die ist mega. Und das ist natürlich, da muss sich vielleicht der ein oder andere auch dran gewöhnen, dass hier mal so Autos stehen. Aber ich finde es einfach 40 geile Farben. Es gibt eine Grundregel, das habe ich gelernt. Alexander Lang von Porsche in Saarbrücken. Wenn du die Farben nicht zeigst, kannst du nicht verkaufen. Ja, hat er recht. Ja, er hat wirklich recht. Ich kenne den Mann nicht, aber wenn du irgendwas nicht zeigen kannst, sei es. Er hat mir gesagt, ganz wilde Porsche-Farben. Und wenn die da stehen, werden sie auch verkauft. Ja, genau. Und deswegen haben wir auch manchmal neue Wagen, Lagerwagen, die wir 4-5 Monate stehen lassen, die wir nicht verkaufen können, weil zum Beispiel der letzte VW Polo ist, der letzte VW Golf, weil der neue Lagerwagen noch ein bisschen dauert. Und dann können wir das Auto ja nicht mehr zeigen. Jetzt wird der deutsche Michel wird dann sagen, die Farbe ist aber schöner. Ja, das ist ja doof, wenn du dann sagst, hier kannst du im Prospekt schauen. Ja, das heißt hier original, das ist so ein Effektlack. Je nachdem, wie man guckt, wird der dunkler oder heller. Ja, ist mega geil, dieses Orange-Türkis. Das Türkis ist wirklich krass. Das ist dann hier vorne, was steht hier? Airline, was ist das? Das ist ein T-Cross Airline. Also das ist auch wie der Türkis, ne? Dasselbe, nur dann eben in einer bisschen dezenteren Farbe. Ihr habt viele kleinere Wagen bekommen. Das Problem war ja immer, dass viele Hersteller keine Kleinwagen mehr bauen. Bei Volkswagen ist das Gesetz, oder? Ja, das ist noch Gesetz, aber du merkst eben schon von den Lieferzeiten. Also alles, was Kleinwagen angeht, was so unteres Preissegment angeht, günstig, das hat im Moment sehr, sehr lange Lieferzeiten. Jetzt haben wir da dagegen gesteuert, haben genug Autos bestellt und wir haben also gute, günstige Volkswagen auch, die ein bisschen kleiner sind und nicht nur fleischige Riesen-SUVs. So, T-Cross, auch normale Farben, die da sind. Aber man kann das Ganze auch folieren lassen bei euch. Ihr habt super Folierer an Bord. Das heißt, wenn einer sagt, möchte ich gerne meinen Lack ein bisschen schützen, eine coole andere Farbe geht. Ja, andere Farbe geht, Flipflop geht, matt geht, es geht dann alles. Oder sei es auch nur eine Steinschlagschutzfolie, die man gar nicht sieht, die einfach transparent ist. Das funktioniert auch. Sag mal, wieso sehe ich so wenig Golf? Ich habe keinen einzigen Golf bisher gesehen. Ja, Golf ist auch das Problem aktuell. Ich glaube, wir haben auch nur noch einen verfügbar, weil eben im Moment die Produktion ein bisschen länger dauert. Also E-Golf haben wir eben gesehen. Und jetzt siehst du hier, jetzt mit den, das meistverkaufteste Auto in Deutschland ist aktuell der T-Roc. Also der T-Roc, wir stehen gerade vorne dran. Das ist das meistverkaufteste Auto in Deutschland schon die letzten Monate und ich glaube sogar ganzes letztes Jahr. Müssen aber nochmals nachschauen. Und das ist der Bruder vom Golf. Das ist der Golf als SUV. Du machst den Einkauf auch mit? Ja. Das Ganze ist natürlich sehr spannend. Es ist alles sehr ähnlich, dann doch wieder ganz anders. Spannend für die Firma Zirol, die ganz neu, ich sag mal im Vergleich zur Gesamtgeschichte der Firma Zirol, ist der Betrieb hier, wie er hier ist, für euch eine ganz neue Herausforderung. Ihr habt schon viel geändert jetzt in einem Dreivierteljahr, oder? Ja, so viel war das jetzt nicht. Also es ist ja ein gut gehender Betrieb, es ist ein super servicestarker Betrieb, nur eben ist der Vertrieb, was eben, wie der Armin eben schon sagte, es waren nicht mehr so viele Lagerwagen da und wir sind natürlich als Tirol immer sehr vertriebsstark und wenn du keine Autos, viele Autos, ja, verkaufen genau. Viele Autos, wenn du die Autos nicht zeigen kannst, kannst du keine verkaufen. Dann fängst du an mit den Hufen schon zu scharren und keine Autos sind da und das hatte, glaube ich, auch den ganzen Verkäufern hier Armin, was hätte er verkaufen können letztes Jahr, oder? Ja, das ist natürlich auch wieder dann die Kehrseite, ne? So, jetzt habt ihr aber nachgelegt, das hat ganz viele Neuwagen. Da kommen noch viel, viel mehr, richtig? Ja, da kommen noch viel, viel mehr. Im Moment ist allerdings diese Problematik eben, ist eben vom Werk. Ich bin auch in Saarlouis oder hier bin ich immer froh, wenn der Hof mal voll ist.
Wir machen ja die Videos nicht, damit er leer ist. Ja, aber ich hatte einmal 2 Wochen Urlaub und ich komme zurück, der Hof war leer, weil sofort alle Lagerwagen verkauft wurden. Und dann dauert es vielleicht wieder 2 Wochen, bis der nächste Schwung kommt. Ja, hier coole Farbe, United heißt das Sondermodell. Bicolor-Ausstattung, also richtig... Das richtig ist toll, auch oder? Ein gebrauchter mit über 6000 Kilometer. Ja. Krass, was die erzielen. Teilweise erzielen die den gleichen Wert wie Neuwagen. Ja, ne? Ich glaube, das ist ein 2 Liter TSI, 190 PS DSG. Das ist auch ein Zukauf von uns. Ich glaube, der kostet, voll ausgestattet ist der 31.000. Okay, so. Und das heißt, die Größe ist nicht mehr entscheidend, ob ich Geld habe oder nicht, sondern ganz oft wird die Entscheidung ganz bewusst getroffen. Was ist das da vorne, der Weiße? Ich habe eben nochmal drauf gehalten. Der Weiße, das ist auch wieder der T-Roc, nur als T-Roc Cabrio. Als T-Roc Cabrio, das gibt's. Das gibt's. Also es gibt leider nicht mehr so viele Cabrios, wurden ja die letzten Jahre bei vielen Herstellern eingestellt. Aber wir haben bei Volkswagen haben wir noch eins mit dem T-Roc Cabrio. So, was ist das hier? Ein Golf? Das ist der Polo GTI. Der Polo GTI sieht so groß aus wie ein Golf. Ja, ich muss jetzt auch kurz gucken, ja. Ich hoffe, es ist jetzt. Ja, es muss ein Polo sein. Es ist ein Polo. Ja, es ist ein Polo. Ist ein Polo. Aber das ist natürlich das Markengesicht, der sieht von vorne auch aus, natürlich wie ein Golf. Boah, ist ja krass schön, in Weiß mit dem Rot, oder? Ja, da hatten wir auch sehr viele. Also wir sind auch immer, das ist auch jetzt noch ein Jahreswagen, also wir verkaufen auch immer aktiv Jahreswagen dazu. Die wurden dann von Mitarbeitern von Volkswagen gefahren, wie jetzt der Polo GTI oder hinten auch der T-Cross. Also wir haben viele gebraucht und seitdem wir natürlich Volkswagen-Partner sind, auch diese Möglichkeit mit den super interessanten Jahreswagen, wo wir auch schon sehr aktiv jetzt sind. So, das hier ist ein gebrauchter, das ist der gleiche von dir? Nein, ich habe einen R-Line, das ist der Shooting Brake R mit 320 PS. Arteon. Arteon Shooting Brake. So, hast du mir eben noch erzählt, den wolltest du eigentlich bestellen, deswegen blutet gerade dein Herz, aber du hast die 1%-Regelung gesehen, der kostet glaube ich über 80.000 Euro neu. Ja, also ich glaube so, der startet irgendwo bei 78 und wenn du da noch ein paar Sachen reinpackst, bist du bei 85.000, 86.000 Euro. Okay, das hier ist auch ein gebrauchter, 16.000 Euro, ein schöner Golf, ja. Aber der Werterhalt ist doch krass, oder? Ja, der Werterhalt ist krass, der war bei Volkswagen schon immer krass und hätten wir natürlich nicht so einen enormen Werterhalt, der auch im Leasing im Hintergrund läuft, könnten wir auch nicht so attraktive Raten kreieren. So, hier sind wir in St. Wendel. Das Ganze heute am 9. März 2023. Ein kleines Hüsterchen und machen wir die Abmoderation. Tolle Mitarbeiter, muss man sagen, habt ihr übernommen. Ich denke, in 1-2 Jahren, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann seid ihr voll im Flow drin, was Volkswagen angeht. Was ist das Nächste? Was kommt jetzt gleich? Skoda? Ja. Nee, Skoda hat ja schon Service. Ja, Skoda Service haben wir. Also was jetzt die Pläne von meinem Chef angeht, da weiß ich jetzt nicht davon. Werden wir sehen. Ich glaube, seine Frau, die hat das jetzt verboten erstmal für die nächsten 2 Jahre. So, das Schlimme ist auch noch dabei, der guckt auch noch alle Videos. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir sagen. Verdammt, das. Was ist das hier? Einmal rausschneiden. ID4 oder was ist das hier? Das ist der ID4, ja. Das ist ja auch ein Lulatsch, oder? Ja, großes SUV und dann ist das noch ein Elektrofahrzeug. Und das bedeutet, da hast du natürlich innen drin einen enormen Platz. Warte, ich guck mal rein. Da sieht er aus. Also auch hier ganze Modellpalette. Gut, all das werden wir demnächst kennenlernen. Tschüss, Michael. Ciao, Sven. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Bald. Ciao.